Wir waren lange ein sehr, sehr männerdominierter Bereich, aber wenn wir jetzt so auf die erste Führungsebene gucken, sind da schon deutlich mehr Frauen als noch vor ein paar Jahren. Und ja, ich bin gespannt, wo wir in den nächsten 5 Jahren sind. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Frauen in Führung. Heute zu Gast unsere Kollegin aus der Bankenaufsicht. Hallo, Frau Sattler. Hallo, Frau Soro. Liebe Frau Sattler, Sie sind Abteilungsleiterin in der Bankenaufsicht bei der Bundesbank. Können Sie einmal kurz für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zusammenfassen, um welche Aufgaben Sie sich genau kümmern? Mache ich gerne. Unsere Abteilung heißt Strategie, Steuerung und Kommunikation. Wir steuern erstens den Strategieprozess für die Bankenaufsicht. Das ist zum einen die interne Strategie, also unsere Schwerpunktsetzung, Priorisierungen, aber auch die externe Strategie. Also da stellen wir uns Fragen, welche Themen wollen wir setzen, wofür will die Bundesbank einstehen in der Bankenaufsicht nach außen hin. Das zweite Thema, um das wir uns kümmern, ist die Gremienarbeit. Das heißt, wir bereiten die Bundesbankmitglieder vor, die in internationale Gremien gehen, aber auch nationale, zum Beispiel prominent den Basler Ausschuss für Bankenaufsicht oder auch ganz wichtig das Bundesbankmitglied im SSM, im Supervisory Board. Und unser drittes großes Schwerpunktthema ist die Kommunikation. Das heißt, wir verantworten da die öffentliche und interne Kommunikation für die Bankenaufsicht, also Reden, Interviews, Gastbeiträge und so weiter. Sie waren eine der ersten Frauen in dieser Rolle in der Bankenaufsicht. Warum ist das so und ändert sich dieses Bild inzwischen? Ich möchte erst mal sagen, das ist, glaube ich, kein Problem der Bankenaufsicht spezifisch. Das sehen wir überall. Wir sehen es in der Bundesbank, auch in vielen anderen Bereichen. Aber die gute Nachricht ist, es ändert sich so langsam. Wir waren lange ein sehr, sehr männerdominierter Bereich. Aber wenn wir jetzt so auf die erste Führungsebene gucken, sind da schon deutlich mehr Frauen als noch vor ein paar Jahren. Und ja, die wachsen jetzt nach, viele Kolleginnen. Und ja, ich bin gespannt, wo wir in den nächsten 5 Jahren sind. Hatten Sie denn besondere Unterstützer, vielleicht auch eine Unterstützerin, die Sie auf Ihrem Werdegang begleitet hat? Also von Anfang an begleitet hat mich damals meine Doktormutter an der Universität, bei der ich gearbeitet habe, die mir als Angehörige der vorherigen Generationen gezeigt hat, wie was wichtig ist, wie Karriere funktionieren kann, auch mit Kindern funktionieren kann, aber auch wo die Schwierigkeiten liegen. Das war, glaube ich, ein ganz realistischer Einblick zu Beginn meiner Berufslaufbahn. Und in der Bundesbank haben mich vor allem Männer gefördert, würde ich sagen. Das ist mein jetziger Chef, der mir schon immer viel zugetraut hat und auch mich herausgefordert hat. Und auch mein vorheriger Chef, Andreas Dombried, bei dem ich Büroleiterin war, die eigentlich beide nie so die Frage gestellt haben, ist sie jetzt Mann oder Frau, sondern einfach ja, mich für das gefördert haben, was ich bereit war zu leisten, aber eben auch, wie ich schon gesagt habe, mich auch mal aus der Komfortzone herausgelockt haben. Ja, Frau Sattler, Sie sind ja nicht nur eine Frau in Führung, sondern, wie ich weiß, auch Mutter von 3 Kindern. Wie lassen sich denn diese beiden Rollen miteinander vereinbaren und welche Unterstützungsmöglichkeiten bietet Ihnen denn auch die Bundesbank? Ich glaube, die Rollen lassen sich besser vereinbaren, wenn solche Fragen auch den Vätern gestellt werden, nicht nur den Müttern. Und ja, ansonsten, ich würde sagen, für mich persönlich ist es eine Mischung aus sehr viel Organisation, sehr viel Improvisation auch immer öfter und ja, auch eben der nötigen Flexibilität. Ne? Also bereit zu sein, auch mal jenseits der Kernarbeitszeit zu arbeiten. Und da muss ich sagen, habe ich sehr viel Unterstützung. Wenn ich jetzt mal sage, ich kann nicht, weil Schule, Kita irgendwas ist, dann ist das immer möglich, auch mal jenseits der normalen Verfügbarkeit noch zu arbeiten. Frau Sattler, zum Abschluss. Welchen Karrieretipp geben Sie jungen Nachwuchskräften mit auf den Weg? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eine Arbeit findet oder eine Tätigkeit findet, die Spaß macht. Das ja, ist die Bedingung dafür, dass man gut ist und dafür auch mal nach links und rechts zu gucken. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, die man von Anfang an gar nicht so erahnt hätte. Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig Netzwerke sind. Vielleicht auch gerade für uns Frauen mal zu gucken, wie machen das andere und was kann ich mir davon vielleicht abgucken. Das kann, glaube ich, noch mal ganz, ganz kreative Möglichkeiten hervorbringen. Ja, dann vielen Dank für diese spannenden Einblicke und für das tolle Gespräch. Sehr gerne.